Doch auch. Heute mache ich es kurz, weil heute bin ich kaputt. Erstes Wochenende ordentlich wieder Mittelalter gespielt. Ganzes Wochenende nichts getan. Trotzdem fix und alle. TTZ Kinderwartespaß, Wald- und Wiesenfreunde, weil ich draußen auf Wald und Wiese war. Duftet nach Apfel, hat eine kurze Geschichte drauf. Mit dem Frosch Frolumbus und. Ah, Frosch Frolumbus, der dann. Und Hasi Hops, der dann. Ja, so. Der kleine Frosch Frolumbus liebt es, bei warmem Sommerwetter durch die Wald- und Wiesenlandschaft zu streifen, Pflanzen und Tiere zu entdecken und mit seinem Freund Hasi Hops zu spielen. Doch was wäre das schönste Sommerabenteuer ohne den Sprung ins fruchtig frische Sommerbad voller Schaumwolken? Das kriegen wir hier bei Schaumbad. Das fruchtig duftende Badewasser verleiht dir ganz neue Energie für neue Heldentaten. Ja, machen wir mal. Grün ist es wahrscheinlich. Schäumen wird es relativ sicher, weil TTZ schäumt meistens ziemlich gut. So, dann gucken wir mal, machen wir das mal auf. Das ist so gelblich-grün, würde ich sagen, von der Farbe her erstmal. Schleimig. Ach, ich kipp das einfach rein. Oh ja. Ich hätte ein. So, gucken wir mal. So, ich hätte ein dunkleres Grün erwartet, aber es ist mehr so ein helles Apfelgelb-Grün. Und es riecht wie die Apfelringe von Nim 2. Und jetzt gucken wir, ob es schäumt. Und es schäumt relativ gut, glaube ich. Ja, es schäumt. Wir müssen mal die Hand noch ein bisschen gucken, dass wir die Stopptaste besser treffen können. Und sagen mal danke fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Ich gehe mich jetzt hier drin erfreuen.